Let's go to a place where everything is made of blocks. Where the only limit is your imagination. Let's go wherever you want to go. Climb the tallest mountains. Venture down to the darkest caves. Build anything you want. Day or night, rain or shine. Because this is the most significant sandbox you'll ever set foot in. Build a majestic castle. Invent a new machine. Or take a ride on a roller coaster. Play with friends. Build your own little community. Protect yourself with the strongest armor that you can craft. And fight off the dangers of the night. No one can tell you what you can or cannot do. With no rules to follow, this adventure, it's up to you. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal Cold Killer. Und ja, es wurde sich in der Abstimmung an der letzten Folge von Sims Mittelalter Minecraft gewünscht. Und ja, dann werden wir einfach ein wenig Minecraft spielen. Ein paar klitzekleine Wörtchen noch vorweg, ne? Also ich werde hier auch versuchen, auf der aktuellsten Version zu spielen. Das ist aktuell die 1.8.8. Und die auch eben updaten, sobald Updates rauskommen. Und mit Texturenpacks und Mods, da würde ich einfach sagen, wenn ihr ein Texturenpack oder ein Mod habt, also Texturenpacks dürften per E-Mail locker zu schicken sein. Bei Mods müssen wir mal gucken. Die E-Mail-Adresse dürfte in meiner Kanalbeschreibung stehen, die erhardheinz@yahoo.de. Die steht in der Kanalbeschreibung. Ich kann sie auch nochmal in Dingsens in die Beschreibung packen, wenn ihr wollt. Und ja. Also da könnt ihr mir dann ruhig die Texturenpacks hinschicken. Mit Mods müssen wir halt mal schauen. Wenn ihr irgendwie ein Mod oder ein Texturenpack wollt, dann packt es in die Beschreibung, in die Kommentare und dann schauen wir mal. Das wird werden. So, dann fangen wir aber jetzt mal an. Boah. Wie nennen wir denn unser hübsches Wörlchen? Nennen wir es Epic Land of the Best Cold Killer of Epic Land of the Best Cold Killer. Weiter geht's nicht. Juhu. Okay, Survival. Okay, wir bleiben einfach mal hier Survival Man. Mal gucken, Cheats lassen wir mal aus. Brauchen wir alles jetzt. Das lassen wir einfach mal so. Gucken, hier können wir keine Ahnung, wir lassen es mal so. Create New World. So, baut hier gerade unser Trial zusammen. Was? Lade. La 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 lade. Huhu, wir sind nichts. Was soll denn das? Komme ich auf die Welt, auf einmal erschreckt ihr mich da. Schön hier, mitten im Wald, am Arsch der Welt. Passend dazu drehen Zico den Arsch zu, finde ich gut. Press E. Yay, Kotkin has just earned the achievement taking inventory. Das ist so, ja, Dingsens, der. Unser headbangender Metal-Charakter-Skin. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und keine Ahnung, bauen wir uns hier gleich irgendwo eine Hütte hin, würde ich sagen. Ja, hier eine Hütte ist doch schön, hier direkt am Meer, hier sind Berge, da können wir irgendwie mal keinen ganzen Berg zusammenhacken oder so. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal und schauen mal, was bei rumkommt. Zuerst mal brauchen wir Holz. So, ihr gebt mir Holz. Ja. Holzhacken will gelernt sein. Ich kann's nicht, wie ich gerade. Yay, noch ein Achievement. Mann, ich bin ja echt der Achievement-Jäger. Das ist jetzt hier schon mein zweites Achievement, ja. Wir spielen vielleicht eine Minute. Also so eine Professionalität müsst ihr mal nachmachen. Ich habe Holz gekriegt und das Inventar aufgemacht. Das kann sonst keiner. Das ist mein Achieve Master. Disaster Zeug. So, und das war die Ausführungs-Let's Play Minecraft. Was? Die Ausführungs-Let's Play Minecraft.
Der Baum mobbt mich. Tut mal was dagegen. Eigentlich wollte ich jetzt von da nach da oben springen. Doch klappt nicht so, wie ich das will. So, jetzt mach das mal weg hier. So, das Ganze gibt's. Ich dachte schon. So, dann hauen wir hier mal die ganzen Baumteile. Und jetzt kann ich zwischen Stücke und Teile raushauen. Ja, meine Taille ist übrigens auch schön. Okay, ich laber irgendwie viel zu große Scheiße. Ist aber wahr, nee. Ja, also, dann. Ich würde sagen, dann bauen wir hier einfach direkt mal irgendwie eine Werkbank und dann gucken wir mal, dass wir uns ein kleines Haus zusammenbauen. Oder ich meine, wir können das Haus ja irgendwie später noch ausbauen. Ja, komm, nehmen wir den Bambuchbuch mit, wenn wir hier schon mal da sind. Das kann ich zu billig machen. Ach, Setzlinge, genau, mit denen können wir neue Bäume dann hoffentlich anpflanzen. Sollten wir den ganzen Wald gefällt haben? Ich denke, ich wobei, wenn ich hier das Haus bauen will, soll ich hier keine neuen Bäume pflanzen. Und das habe ich ganz allein herausgefunden. Ihr könnt echt stolz auf mich sein. So. Naja, wenn das ganze Laub weg ist, haben wir hier bestimmt einen schönen Platz zum Bauen erstmal. So, zack, zack. Komm, das nehmen wir alles mal mit. Wir wissen ja nicht, ob wir es nochmal brauchen können oder so. So, Fische gibt es ja also auch. Interessant, die können wir vielleicht später sogar mal schlachten. Aber jetzt mache ich hier erstmal, keine Ahnung. Ach komm, machen wir hier einfach mal alles hier zu Boah. Ich wollte ja irgendwie so schon wieder so ein Zwischending aus Brettern und Planken sagen. Die plättern. Keine Ahnung. Und das dritte Achievement. Ihr glaubt es nicht. Ich stelle das Ding einfach mal daher. So, dann mache ich mir hier mal ein paar Stickletten. Zap, zap. Na, bleibst du da liegen? Eine Axt. Eine Spitzhacke. Yay! Schon wieder Achievements. Ich bin echt so ein professioneller Mann auf Professionalität. So, ich würde sagen, ich klatsche einfach mal hier ein bisschen Holz hin, dass wir hier dann noch vor der ersten Nacht die möglichst fertig sind. Es wird erstmal was Kleines und dann wir können ja ausbauen und so da. Wie groß ist denn das jetzt eigentlich? Keine Ahnung, wie groß mache ich es denn? Ich setze hier nochmal einen hin und dann bauen wir es hier vorne mal zu. Das Ding ist so winzig, aber hey, es ist unseres. 1, 2. Ich mache das nochmal in der Seite länger, ne? Einfach nur, damit es hübsch ausschaut, das menschliche Auge mag ja Symmetrie. Also würde ich sagen, halten wir ja auch alles symmetrisch irgendwie. Ist aber jetzt irgendwie voll die Verschwendung für die Axt. Ist auch irgendwie total toll, dass man aus Holz eine Axt bauen kann, die Holz schneller abbaut. Mann, an was hier nicht alles gedacht wurde. So. So. Wunderschön. So, dann würde ich sagen, wir hauen hier einfach mal alles zu. Fenster. Ich weiß nicht, in der ersten Nacht sollten wir vielleicht noch keine Fenster im Haus haben, weil uns sonst wahrscheinlich die ganzen Viecher reinrennen oder vielleicht so ein Klotzfenster, aber größer soll. Ja, du mich auch. So, eins brauchen wir noch. Dann schauen wir, dass wir da ein Dach drüber zimmern und dann haben wir für die erste Nacht auf jeden Fall schon mal eine Unterkunft, aber sonderlich hübsch ist das Ding noch nicht. Da will ich noch ein bisschen dran basteln. Ich meine, für den Anfang, ja, Mai, aber ist auch total winzig. Müssen wir mal gucken, was wir da draus machen. So, habe ich überhaupt noch Holz? Nein. Ich sag schon gar nichts mehr. Also zumindest nicht mehr zur Tür. Mit der, die hat sich jetzt von mir verscherzt, so rum. Anders kommt es irgendwie blöd. Ja, genau. Also erstmal hier Unterkunft bauen und erkunden müssten wir eigentlich auch mal. Aber ich will hier erstmal eine kleine Unterkunft haben. So, das Holz müsste jetzt reichen eigentlich. Komm wieder oben drauf. Jawohl. So, was sagt die Sonne? Fasst mir doch. Könnten wir schon wieder eine Brotzeit machen, ey.
Aber ich sehe, wir haben gerade keinen Hunger, also müsste das ja auch noch gehen. So. Na? So. Oh, durch die Tür scheint Licht. Wow, das ist... Nun ja, also... Bräuchten eigentlich auch noch ein Schwert, ne? Ich denke, ich mache direkt zwei, weil ich denke, Holz dürfte recht schnell kaputt gehen. Na gut, für mehr reichen unsere... Jetzt... Yay, noch Achievement. Ich bin echt der Man of Disaster. So, dann gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Die Kühe lasse ich mal leben, da können wir später noch eine Kuhzucht oder sowas bauen. Dann müssen wir mal gucken, was wir hier noch alles machen. Hey, du hast hier so viele Möglichkeiten. Ach ja, wie im echten Leben. Mann, war das tiefgründig. Kohle! So, pass auf, dann holen wir uns das Zeug. Holen wir uns das Gezuppel mal, da können wir dann Fackel noch draus bauen. Dann spawnt doch nichts in unserem Haus, dann... War da hinten nicht noch irgendwo? Na. Kaninchen! Oh, bist du putzig! Ich will dich als Haustier! Stopp! Eigentlich auch. Oh, es wird Nacht. Okay, bauen wir schon noch Steine und Kohle ab, damit wir uns einen Ofen und Dingses bauen können, Fackeln und dann. Wozu brauchen wir jetzt eigentlich einen Ofen, frage ich mich gerade. Dann würde ich sagen, morgen erstmal Erkundungstour und dann müssen wir mal schauen. Gucken wir mal, was wir finden. Vielleicht finden wir hier irgendwie eine, keine Ahnung, eine riesen Stadt mit Wolkenkratzern und allem möglichen, dann reißen wir die erstmal ab, damit sich die Wolken nicht verletzen. Ja, ich fühle mit Wolken. Überhaupt nicht blöd, was ich laber. Nee. So, aber erstmal hier. Nehmen wir das ganze Zeug da einfach mit. Spitzhacke schaut schon auch nicht mehr so neu aus, aber naja. Können wir uns ja vielleicht eine bessere dann bauen. Stein ist das nächste, ne? So einen Berg zu bauen wäre bestimmt auch lustig. Aber erstmal bleiben wir in unserer kleinen Waldhütte da unten und gucken mal, was wir mit der noch machen können. Ich meine, man könnte die ja irgendwie als Eingang von so einer super geheimen Geheimbasis nehmen. Wo dann unten so ein riesiger Komplex drin ist und sowas. Und so kellermäßig, so James Bond-Style. Das wäre doch was. Gut, wird vielleicht Ewigkeiten dauern, aber hey. Lass ich mal, ich will nicht unbedingt. Schafe, yay. Warte mal, gibt ihr nicht Wolle? Warum läuft's? Ach du Scheiße. Irgendwas sagt mir, dass wir mal durch diese Lava sterben werden. Ich weiß nicht, was mir das sagt, aber naja. Haben wir schon vieles erlebt hier. Das ist voll gemein. So, schauen wir, das war ganz schnell. Hier in unsere Hütte kommen. Wo war denn die jetzt? Hier hinten. Mann. Wir brauchen keine Gegner mehr, die uns töten. Das schaffen wir schon selbst. So, ganz schnell da rein. Da hinten ist auch Magma. What the fuck, wo sind wir hier? Stick. Nein. Du legst den da rein. Das da rein. Du legst das da rein. Und machst Fackeln. 8 Stück. So, ich... Ja, keine Ahnung. Ich häng mal eine hierher und eine hierher. Eine da hinten hin. So. Bei so ein Fenster wäre doch schön. Mach ich einfach hier so ein Lochfenster oder vielleicht zwei Loch. Damit ich so ein bisschen sehe. Damit wir zumindest gucken können, was draußen gerade so abgeht. Während wir hier drin. Warum ist es schon. Warum? Hä? Warum? Warum hat das Schwert Schaden genommen? Yay! Nächstes Achievement. Das ist echt die Folge der Achievements hier. Ich stelle es einfach mal hierher. Dann haben wir hier. Stechen die Berg irgendwie ein bisschen raus. Also rein, also in die Ecke. Weil irgendwie mittendrin ist auch nicht so hübsch. So.
Also Freunde, dann gucken wir mal. Wahrscheinlich werden wir dann direkt gesprengt oder malträtiert oder gebraten oder whatever. Was es hier nicht noch alles gibt, da müssen wir auch mal gucken. Nichts. 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 Überraschung? Nichts. Dann müsste das Licht nicht die Monster anziehen. Ich meine ja nur logische Schlussfolgerung. Oder warte mal, während wir hier schon mal hocken, dann können wir doch... Nein! Da können wir doch eigentlich mal einen hübschen Boden reinziehen, oder nicht? Ja. Ich meine, allzu viel Material haben wir jetzt auch nicht, aber... Ich meine, hey, dann haben wir hier zumindest schon mal ein bisschen was Hübscheres. Die Hütte schaut zwar immer noch aus wie hergekackt, aber... Naja. Gut, ist ja auch, wenn man so will. Aber ist ja erstmal nur für die erste Nacht, dann erkunden wir morgen mal, würde ich sagen. Also... Ja. Blume! Also morgen, also... Ihr wisst, was ich meine. Ja. Nächster doch und dann schauen wir mal. Es wohnt hier wirklich nichts. Ich traue mich fast nicht rauszugehen und müsste dann zumachen. Das war nur eine Kuh, oder? Auch nur eine Kuh. Hinten ist eine Höhle, könnten wir auch mal erkunden. Ich gehe am besten. Ich guck mal, ob ich vielleicht aufs Dach drauf komme. Geronimo!